Jahr 2015 neigt sich dem Ende zu. Wir werden euch nochmal einen kleinen Rückblick geben, wenn ihr Lust habt. Ja, das Jahr hat damit angefangen, dass es dann auch in Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, irgendwann mal geschneit hatte. Das haben wir natürlich direkt ausgenutzt, haben unser Kamera-Equipment zusammengepackt, sind dann zum nächstgelegenen See gefahren. Und wie kalt war es, Simon? Also es war auf jeden Fall unter Null, es war richtig gut kalt, vor allen Dingen, wenn man dann versuchen muss, möglichst still zu halten und das Equipment zusammenzubauen mit bloßen Händen. Schrauben, und das ist ja auch irgendwie alles aus Metall, es war arschkalt. Dann ging es recht schnell weiter damit, dass wir realisiert haben, ja, wir haben jetzt ein bisschen über als 8000 Abonnenten und irgendwann kommen dann auch mal die 10.000. Was machen wir denn da? Ja, und da hatten wir dann die Idee, dass man einen Ballon in die Stratosphäre steigen lassen könnte. Und Problem ist dabei allerdings, ja, an dem Ballon hängt eine Kamera, und um die Bilder halt eben dann später auch sich anschauen zu können, muss man die Kamera wiederfinden. Heißt, muss uns überlegen, wie finden wir das Ding wieder und vor allem, wo finden wir das wieder. Wir haben das Ganze mit einem GPS-Tracker gemacht, das heißt, rauszufinden, wo er am Ende war, war nicht mehr das Problem. Allerdings ist es wichtig zu wissen, wo er denn im Vorfeld zu wissen, wo er überhaupt ist, dass man schon mal die ungefähre Richtung weiß, wo man den eventuell dann abholt. Und gibt es ein paar Rechenmodelle und ein paar Simulationen. Und für unser Startfenster, was wir hatten, kam dann raus Nähe Frankfurt, was jetzt erstmal relativ egal ist, weil fahren wir halt nach Frankfurt. Problem ist allerdings, in Frankfurt gibt es einen Flughafen, und wo es einen Flughafen gibt, gibt es auch eine Rollbahn. Und unser Wetterballon hatte die glorreiche Idee, auf der Rollbahn zu landen, und das ist natürlich dann alles ein bisschen ungünstig. Ja, aber pro Startfenster, das wir da bekommen haben, das kommt natürlich nicht auch von irgendwoher. In Deutschland ist alles geregelt. Wir mussten dafür einen Antrag an die deutsche Flugsicherung stellen und die Genehmigung vom Staat bekommen, in die Lufthoheit eindringen zu dürfen. Das hört sich kompliziert an, war es auch. Wir haben echt relativ lange gebraucht, um alle Genehmigungen zusammen haben. Vor allem deswegen, weil wir halt gar keine Ahnung hatten, wie sowas abläuft. Wir mussten uns da echt alle möglichen Anträge durchlesen, haben mit sämtlichen Behörden telefoniert, und wir waren teilweise kurz davor zu sagen, Leute, das wird nichts. Das ist eine Nummer zu groß für uns. Die Behörden waren ja nicht das einzige Problem, das uns im Weg stand. So einen Ballon muss man auch erstmal finanzieren. Ballon an sich klingt ja nicht teuer, ne? Jeder hat schon mal Ballons gekauft für irgendeine Geburtstagsfeier oder so. Aber so ein Wetterballon ist dann schon ein bisschen teurer. Da muss man noch das Gas dafür auftreiben, und aus privaten Mitteln hätten wir das Ganze nicht finanzieren können. Also mussten wir uns da auch noch irgendwas ausdenken und das hinkriegen. Zum Glück dann halt eben auch einen Sponsor gefunden, einen lokalen Sponsor mit Bongas. Das heißt, das war schon mal kein Problem mehr für uns. Und als wir dann am Ende die Genehmigung hatten, denke ich, hat man dann anhand der Bilder gesehen, dass sich das wirklich gelohnt hat, der Aufwand. Und ja, ja, das war am Ende dann auch wirklich... Am Ende lief es doch reibungsfrei. Wir sind nicht auf dem Rollfeld in Frankfurt gekommen, sondern auf dem Acker, 8 Kilometer südwestlich vom Frankfurter Flughafen. Wir mussten keinen Baum klettern. Alles super. Wir haben dann im Jahr 2015 angefangen, eine neue Miniserie, wenn man so will, zu etablieren mit Think About, und haben überlegt, was gibt es da für Spannendes, und wie kann man das in einem Video verarbeiten. Es gab ein sehr kontroverses Storywriting, weil jeder natürlich andere Fokusse gesetzt hat, sage ich mal, oder auch unterschiedliche Meinungen hatte zu unterschiedlichen Themen. Es gab Momente, die waren kritisch, da stand auch mal die Freundschaft auf der Kippe, aber ist dann immer ganz gut ausgegangen. Ich glaube, letzten Endes haben wir einen ziemlich guten Kompromiss aus all unseren Ideen. Ja. Ein Video, was unheimlich viel Spaß gemacht hat zu machen, und haben uns dann auch entschieden, das so als kleine Miniserie weiterzuführen. Und genau. Zweiten Teil gab es dann, What is Time? Beim zweiten hatten wir dann Unterstützung bekommen von einem netten Herrn aus Freiburg, Joachim Heinrich. Wir hatten häufiger schon seine Musik verwendet. Ja, dann haben wir einen Artikel durch Zufall über ihn gesehen in der Zeitung, dass er auch Sachen vertont und oder vorliest. Wurde dann natürlich schnell mal angefragt, ob der seine Stimme hergeben will fürs Think About 2. Und das hat er super gemacht. Wir waren alle zufrieden. Das ist mega geil, ruhig vorgelesen.
Es hat vor allen Dingen wahnsinnig Spaß gemacht, quasi mit jemandem aus der Community, mit jemandem, den wir vorher so nur von irgendwelchen YouTube-Kommentaren kannten, in Kontakt zu treten und mit dem ein Video zusammen zu machen. Das war... Ja, schaut euch auf alle Fälle wirklich mal seinen Kanal an. Das ist wirklich Musik, die kann nicht jeder, das ist wirklich was Besonderes, die ist wirklich gut. Lohnt sich. Ja, noch während dieses Video hochgeladen wurde, waren wir schon auf dem Weg nach Bremen. Wie angekündigt im Christmas-Special letzten Jahres, haben wir uns tatsächlich auf den Weg nach Bremen gemacht. Hintergrundgeschichte war, dass als wir die Rosetta-Mission begleitet haben, da haben wir auch noch von anderen DLR-Projekten gehört. Und eines dieser Projekte war der Spaceliner. Aber in dieser Nacht haben wir uns tatsächlich in den Bus gesetzt und sind nach Bremen gefahren. Um 4 Uhr morgens angekommen und hatten kein Hotelzimmer, nichts, wo wir irgendwie unterkommen konnten. Hatten nur die Kamera im Rucksack und haben dann, glaube ich, 10 Stunden lang in ganz Bremen alles Mögliche gefilmt, was wir irgendwie vor die Kamera bekommen haben. Genau, wir hatten halt gedacht, nutzen wir die Möglichkeit, wir machen nicht nur diese Kurzdokumentation über den Spaceliner, sondern da, dass wir halt suboptimale Busfahrzeiten hatten, hatten wir auch noch Zeit für was anderes und haben dann ein zweites Video gemacht über die Stadt Bremen, ein bisschen zeigen. Ja, nee, aber es war echt, es war wirklich ein kurzer Trip nach Bremen. Ich glaube, 1,5 Tage waren wir da, hatten aber unseren Spaß dennoch. Ja, wir haben die Zeit optimal eingeteilt, weil nachdem wir dann da... Wir haben einfach nicht geschlafen, das ist die... Nachdem wir alles abgefilmt haben, was es in Bremen abzufilmen gibt, haben wir unser Zeug genommen und sind durch Bremen gestiefelt bis ans Ende von Bremen zum DLR-Zentrum. Gefühlte 70 Kilometer bei gefühlten 70 Kilogramm Handgepäck. Bei gefühlten minus 70 Grad. Ja. Hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil es einfach ein interessantes Projekt war und die Leute da auch super nett waren. Und vielleicht kann man sich bei der Gelegenheit nochmal bedanken für die Möglichkeit, überhaupt da drehen zu dürfen. Ja, wir haben halt wirklich auch ordentlich hinter die Kulissen mal zu sehen bekommen. Also wir haben eine große Führung bekommen, haben mit vielen Wissenschaftlern gesprochen. Das Schöne ist, dass es halt wirklich ein wahnsinnig fast unvorstellbares Projekt ist, etwas, was man so jetzt gar nicht begreifen kann, was wahnsinnig visionär ist und es war einfach wahnsinnig interessant, das mal so hautnah zu erleben und zu sehen, wie daran gearbeitet wird. Auf alle Fälle. Hat sich gelohnt. 4 Tage, nachdem wir dann aus Berlin wiedergekommen sind, war ein weiterer großer Tag und zwar war das der Drehtag von New World. Das war unser zweiter Kurzfilm, hat auch relativ wieder in Planung gedauert, vorhin das Skript zu schreiben. Und lief dann aber im Prinzip alles ganz gut. Vor allen Dingen auch dank Simon, der uns da ein bisschen weitergeholfen hat für die Beschaffung des Krankenhauses. Ja, so ein Krankenhausdrehort den zu organisieren, das ist schwieriger als man glaubt. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen naiv rangegangen und waren ein bisschen schockiert, als wir gemerkt haben, das ist gar nicht so einfach. Also es gibt ja verdammt viele Krankenhäuser, ne? Vor allen Dingen hier in der Gegend. Und da dachten wir, irgendeins hat bestimmt irgendwo einen Raum frei, in dem wir drehen dürfen. War dann halt nicht so, war schwieriger, eins zu finden. Aber wir haben alle noch... Ich glaube, wir haben Absage nach Absage bekommen. Das war ziemlich frustrierend. Manchmal wurde auch gar nicht geantwortet. Ich studiere in Bonn Medizin und darüber kamen wir dann halt an die Idee, dass man in den Übungsräumen der Uni drehen könnte. Haben wir uns ein paar Schauspieler besorgt. Und es haben uns auch ein paar Schulfreunde ausgeholfen. Ich glaube, wir hatten alle mega viel Spaß. Wir hatten nicht so viel Zeit und es war alles relativ schnell miteinander, was gedreht werden muss. Es ist auch, muss man auch mal sagen, der eine oder andere Fehler unterlaufen, vor allen Dingen auch beim Ton. Aber ich glaube, man kann sagen, wir haben einiges daraus gelernt, würden das nächste Mal einiges besser machen. Und apropos nächstes Mal, das wollen wir auch dann in die Tat umsetzen. Es ist tatsächlich ein dritter Kurzfilm geplant. Ja, wir waren schon einige Male, jetzt haben wir ein paar Locations besichtigt dafür. Der ist ein bisschen größer, der Kurzfilm. Wird vielleicht so 20 Minuten gehen. Also ist ein größeres Projekt. Wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was dauern. Aber das ist auf jeden Fall etwas, worauf man sich freuen kann, weil wir viele von den Fehlern, die wir in den ersten zwei gemacht haben, nicht mehr machen werden. Nee, wir versuchen es zumindest nicht mehr zu machen. Ah ja, genau. Dann sind wir nach Aachen gefahren. Auf einen Flugplatz in Merzbrück. Super schöner Flugplatz, vor allen Dingen super schönes Festival, was wir da besucht haben, mit der Kamera im Gepäck. Aber mit ohne, mehreren Kameras im Gepäck. Mit mehreren Kameras im Gepäck, aber ich würde mal sagen, ohne große Erwartungen, weil wir jetzt... Warst du schon mal auf dem Festival vorhin? Also ich vorher
Nicht von so einer Ausmaß oder Größe. Wir waren noch nie auf dem Festival und wir wussten gar nicht so richtig, was da auf uns zukommt. Und waren dementsprechend begeistert, weil das super Leute waren, super Wetter und ja, gute Atmosphäre. Hat richtig Spaß gemacht, da zu filmen. Es hätte echt nicht besser kommen können. Also wir kamen da an und es hat alles gut funktioniert mit der Organisation und es war, jeder hatte gute Laune auf diesem Festival. Letzten Endes würde ich sagen, war das wahrscheinlich das beste Video, was wir dieses Jahr hochgeladen haben. Vielleicht sogar eins mit am längsten, weil vor allem die Nachbearbeitung hat sehr, sehr lange gedauert. Musik zu suchen, die wir verwenden dürfen, dann, wir können zwar Videos schneiden, aber Musikübergänge hinzubekommen ist jetzt nicht so unsere Extraklasse. Ich glaube, das war bis jetzt das zeitintensivste Video, was Nachproduktion angeht. Also da haben wir wirklich Stunden dran gesessen. Also Wochenenden lang. Also was da an Wochenenden draufgegangen ist und was da auch an Verzweiflung und ja, Tränen geflossen sind. Kein Scheiß, da sind wirklich Tränen geflossen. Und ja, ich denke, das hat sich am Ende, sieht man das auch, dass man da Zeit investiert hat und das macht auch ein Stück weit Spaß. Eine Woche nachdem wir das Video hochgeladen hatten, nachdem es wirklich fertig war, ging es für mich dann in die Alpen, in die Dolomiten. Habe ich natürlich eine GoPro und noch unsere Panasonic-Kamera eingepackt, denn es ging in Klettersteige. Ja, es war halt echt ein schöner Ausblick da, was man da so genießen konnte und aber auch generell das Gefühl, wenn man halt in so einem Klettersteig hängt und es geht links 100 Meter runter, das dachte ich, das ist ein, naja, zumindest mal ein Video wert und ich habe versucht, das ein bisschen festzuhalten, dass ihr das auch sehen könnt. Generell habe ich dann aber auch ein paar Zeitrafferaufnahmen gemacht, die wir auch für andere Projekte später mal verwendet haben, aber dazu später mehr. So, dann wollten wir an das Video anknüpfen und was Sportlicheres machen und sind dann auf Splash Diving, auch beim Turmspringen geht es ja darum, möglichst fein und smooth einzutauchen, ohne dass da großartig Wasser austritt. Und beim Splash Diving geht es darum, mit dem Arsch so viel Wasser wie möglich aus dem Becken zu kriegen. Die Figuren davor bleiben aber dieselben. Und ist in dem Falle dann ganz interessant, weil es ein bisschen spannender und ein bisschen mehr passiert. Ja, da haben wir dann einen Kölner Splashdiver getroffen, der wirklich dann an dem Tag, weiß nicht, also 100 bis 150 Sprünge gemacht hat. Ja, da kam dann auch eigentlich so nach dem seltsamen Verhalten das erste Mal so richtig die Slow-Mo-Funktion unserer neuen Kamera zum Vorschein, die wir uns angeschafft haben. Und ich denke, das war schon ein ganz cooler Effekt. Also was das Projekt angeht, war die natürlich Gold wert. Genauso wie beim Festival. Ja. Da hätten wir bei den Projekten eigentlich nicht drauf verzichten können. Ja. Der André Marshall war das, der mit dem wir es gemacht haben, hatte mit dem Agrippa-Bad alles abgeklärt, Drehgenehmigung stand. Wir mussten uns dabei echt erstaunlicherweise um recht wenig kümmern. Mussten einfach nur da sein, filmen, nachher schneiden, fertig. Also filmtechnisch nagte sich dann dieses Jahr auch schon fast wieder dem Ende zu und wir hatten da noch eine Idee, schon ein bisschen länger dann in der Hinterhand, die wir noch unbedingt umgesetzt haben wollten, und das war das Hovercraft. Ihr habt uns ja freundlicherweise darauf hingewiesen, dass wir es Hovercraft, dass wir jetzt mit Hovercraft falsch aussprechen, denn es heißt, glaube ich, versuche es richtig aussprechen, genau, Hovercraft. Weil es wieder falsch ist, kommentiere es schon. Genau. Dazu, wie wir auch schon im Video schon erzählt haben, die Laubbläser kommen von Husqvarna. Ja. Also ein minutiös geplantes Video. Wir haben uns vorher überlegt, was machen wir wie und wie auch immer, hat ganz gut funktioniert. Lustigerweise wurde ich auserkoren als Versuchskaninchen, der das Hovercraft benutzen sollte. Auch nicht im Trockenen, sondern natürlich im See oder auf dem See. Ja, ich will jetzt so ein bisschen die Darstellung, dass du es versuchen solltest, ein bisschen falsch dargestellt. Wir waren dann wirklich sicher, es funktioniert. Das war zu schnell. Also ich habe mir das dann geschnappt, wollte mir das nicht nehmen. Ja, bin aufs Wasser gegangen. Hat auch super funktioniert. Also ich war dann quasi der Erste, der das Teil wirklich mal ausprobieren durfte. Auch der Einzige. Und auch der Einzige, was man im Video nicht sieht, hat nämlich eine ganze Hintergrundgeschichte. Ich war zwar sehr überzeugt von dem Hovercraft, allerdings dachte ich mir, nehme ich noch mal ein Seil mit, an dem ich mich festhalten kann, damit ich zur Not, im unwahrscheinlichsten Fall der Fälle, ja,
wieder zurückziehen kann. Aber da muss man auch mal sagen, da gehen Max persönliche Interessen auch mal unter den von SFB, denn das Seil sah scheiße aus im Bild. Das hat alles kaputt gemacht, das ist... Da wurden also alle, wurden alle Sicherheitsbedenken über Bord geworfen und ich wurde so auf den See geschickt. Ich weiß, wir wussten im Nachhinein, auch, dass man es steuern konnte. Es war faktisch steuerbar. Ja, im Nachhinein, das muss man festhalten, man hätte es steuern können. Wir haben das berechnet und es hat funktioniert. Im Nachhinein unverantwortlich. Nichtsdestotrotz ist uns irgendwann allen klar geworden, ich werde ohne das Seil nicht mehr zurückkommen und habe das auch so signalisiert. Das heißt, die Kameras wurden ausgemacht und die Jungs haben versucht, irgendwas zu organisieren, dachte ich. Simon rannte dann also los, er war dann hinterm See, sind da Leute gewesen, die da rumgekaspert haben und Simon rannte und ich dachte, boah, ein Glück, dass hier mich hier jemand rauszieht gleich. Simon kam wieder, ohne irgendeine Hilfe, halt einfach nur, um mal eine andere Perspektive zu haben zum Film. Das war natürlich dann schon für mich auch ein kleiner Motivationseinbruch und ich habe mich nicht mehr lange drauf gehalten. Der Kollege Jäger hat dann aber einen interessanten Aufruf im Internet gesehen und zwar hat die Glücksspirale einen Film-Award veranstaltet. Das war so das erste Mal, dass wir mit Smart Film Projects auch an einem Wettbewerb teilgenommen haben. Wir haben das häufiger schon mal gesehen, so Wettbewerbe, und haben uns nie irgendwie so durchringen können, da mal wirklich was zu veranstalten. Und da haben wir gedacht, komm, das passt jetzt gerade wirklich gut, lass uns da doch was machen. Genau, sind wir, haben ein bisschen Bonn gefilmt. Haben auch noch ein paar Aufnahmen aus den Alpen mit reingenommen, wurde ein kleines Skript geschrieben, vertont. Thema war, passt zur Glücksspirale, Glück und Gewinnen, und da haben wir dann angeknüpft an unsere Think About und haben das Skript geschrieben, ähnlich nach der Story, und uns überlegt, was Glück eigentlich ist für jeden Einzelnen. Sind tatsächlich sogar eingeladen worden, haben den dritten Platz gemacht, sind nach München gefahren. Wir wurden eingeladen ins Varieté-Theater zu einer Preisverleihung. Ja, ihr habt das Video wahrscheinlich noch nicht gesehen, weil wir das noch nicht hochgeladen haben. Das ist jetzt mal ein kleiner Ausblick und dann auch noch ein paar Impressionen vom Trip und Preisverleihung nach München und zurück. Es trifft uns meistens nur ganz kurz, ganz selten. Es kommt unverhofft. Und auf einmal. Hast du dich jemals gefragt, was ist Glück und woher kommt es? Die Welt, wie wir sie empfinden, ist voll von Eindrücken, Wahrnehmungen und Gefühlen. Aber kein Gefühl ist so stark wie das Glück. Christoph, hast du irgendwas mit Medien zu tun oder ist das jetzt eine reine Hobbyangelegenheit? Nee, ich studiere ehrlich gesagt Maschinenbauwesen. Und wir machen das halt wirklich, das ist unsere Leidenschaft sozusagen. Wir nutzen da jede freie Sekunde im Studium. Wir sind einer das Mediziner, der andere ist der Journalismusstudent, das ist ja so ein bisschen die Richtung. Wunderbar, der dritte Preis in der Kategorie Hochschulpreis geht an Christoph Kuckelkorn. Herzlichen Glückwunsch! Glaspreis, schon mal als Anwesende. Gerne, gerne, genau. Dann gehe ich zur Seite. Genau. Die Preisverleihung war montagsabends und da wir alle noch Uni hatten, vor allen Dingen dienstags, wichtige Pflichtveranstaltungen, sind wir montags mittags runtergefahren nach München, abends auf die Preisverleihung und dann nachts um, ich glaube, 12:30 ging der Zug, ne? Um 12:30 in den Zug gesetzt, zurück nach Köln. Das war auf jeden Fall interessant, weil wir da auch viele andere Filmemacher, wenn man so will, kennengelernt haben und viele andere Filme uns angeschaut haben da. Und auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Nach unserem Festivalvideo, was ja auf dem Flugplatz in Merzbrück war, haben gewisse Leute von der Flugwissenschaftlichen Vereinigung Aachen Wind bekommen, dass wir auf deren Flugplatz waren und haben uns dann kontaktiert, weil die auf der Suche nach einem Filmteam waren, was ihnen ein bisschen aushelfen konnte. Haben wir nicht Nein gesagt? Flugwissenschaftliche Vereinigung hört sich natürlich prickelnd an. Das ist genau das, was wir gesucht haben zu dem Zeitpunkt. Und wir haben ihnen dann Besuch abgestattet, ein paar GoPros dran gehängt, uns in die Kapsel gesetzt und drauf losgefilmt. Es ist ein Muss, dazu sagen, es ist ein Übergangsvideo.
weil das Wetter war suboptimal, wir konnten kaum eigentlich filmen, weil der Himmel war, alles war grau und grau. Selbst beim Fliegen mussten wir teilweise Pausen machen und wir haben uns im Endeffekt auch geeinigt, dass es nächstes Jahr werden wir wieder dorthin fahren, wenn richtig gutes Wetter ist und so ist es eigentlich nur ein provisorisches Video, aber ich denke trotzdem kann es sich sehen lassen. Also als Jahresabschluss denke ich ist das ein ziemlich gutes Video, auch ein sehr entspanntes Video und kann man auf jeden Fall abenteuerliche Sachen mitmachen mit den Dingern und... Ja, ja wir saßen drin, das geht ordentlich ab Leute, das ist dann so minus 1G bis plus 6,5G, was man dann da so zu spüren bekommt. Mega viel Spaß gemacht, da kann keine Achterbahn der Welt mithalten. Wenn ihr bis jetzt noch dran geblieben seid, wünschen wir euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns dann 2016.